Jo, hey Leute, und was geht ab? Willkommen zurück zu Stuttgart. Ja, ich hab's ja schon mal angezockt, aber durch einen kleinen Rollback und so wurde unser Spielstand gelöscht. Deswegen habe ich ja gesagt, komm, wir machen erstmal so eine Pause. Wir gucken und warten ab, bis ein paar Updates und Patches kommen. Das hat es jetzt getan und ja, ich habe wieder Bock drauf. Wir schauen rein. Diesmal vielleicht auch bis zum Ende des Spiels. Mal schauen. Mal gucken, ob unser Spielstand jetzt noch erhalten ist. Ja, wir können weitermachen. Das ist sehr gut. Ah, wir sind in den Archiven immer noch. Okay, da geht jetzt unser... Halt. Waren wir ein Stück weiter? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall, unsere Reise geht von hier aus weiter. So, die Tagebuchseiten, das kennen wir alles schon. Ja, hier den Stuff, den sollten wir nochmal alles gründlich untersuchen. So, hier ist ein Buch, das nehmen wir mit. Oh, ich muss mich erstmal wieder an die Steuerung so ein bisschen gewöhnen. Ist ja jetzt auch ein paar Tage her, seit wir das letzte Mal Stuttgart gespielt haben. So, das ist eine identifizierende Rolle, die können wir bestimmt gebrauchen. So. Ah, ich glaube, ein kleines Rollback gab's, weil ich meine, ich hätte mir mein Schild ausgerüstet. So, Schild kommt hierher, den Stock wollen wir nicht. Was ist das? Ah, das ist so eine, verschmierte Tagebuchseite. Okay, wir können ja mal hier halt das Ganze nochmal durchlesen, aber gut, das kennen wir schon, das müssen wir jetzt nicht durchlesen. Ich klick's nochmal an. Spruchrollen. Schriftrollen sind wichtige Elemente, die eine Vielzahl von Interaktionen mit deiner Ausrüstung ermöglichen. Okay. So, was steht hier? Gelegentlich kann es vorkommen, dass du nicht identifizierte Elemente mit unbekannten Eigenschaften findest. Um sie zu lernen, musst du eine Identifizieren-Spruchrolle verwenden. Ja, sehr gut. Noch mehr. Einige nicht identifizierte Gegenstände sind verflucht. Sobald man sie ausrüstet, kann man sie nicht mehr ablegen, bis man den Fluch mit einer Entzaubernspruchrolle aufhebt. Ah, okay, das sollten wir uns merken. Verzaubernspruchrollen ermöglichen es dir, deine Ausrüstung zu verbessern, indem du verschiedene vorteilhafte Effekte auf sie anwendest. Okay. Gut, was hatten wir? Identifizieren. Ja gut, hier die Seiten, die können wir wegwerfen. Die werden wir wahrscheinlich nicht mehr brauchen. Was ist das hier eigentlich nochmal? Heilsalbe. Ah, sehr gut. Und Manshire. Was? Fortified. Okay, schiefgewöhnlicher Dolch. Gibt's da Geld für? Ja, nicht allzu viel. Können wir auch mal wegschmeißen. Was mit der Axt hier? Bauernball. Ja, gut. Buch der Abtei. Ein wirklich altes Buch mit angenagter Bindung und feuchten, vergilbten Seiten. Ja, blablabla, das... Ich gehe mal von aus, dass wir die Bücher, die wir jetzt hier finden, alle schon durchgelesen haben. Deswegen werde ich die jetzt nicht mehr durchlesen. Hier vielleicht bei den Zauberbüchern so ein bisschen blättern, falls wir irgendwas noch nicht freigeschaltet haben. Aber es sieht so aus, als wäre schon alles freigeschaltet. Von daher, Leute... flieh aus dem Dungeon. Aufgabe, mach weiter. Jo, ich fühle mich nicht unter Druck gesetzt. Nein, ganz im Gegenteil. Ja, die Bücher lasse ich jetzt erstmal hier, die Stirn, nicht Pfeil und Bogen. Könnten wir gebrauchen, die hebe ich auf jeden Fall auf. Und wenn wir Platzprobleme bekommen, schmeißen wir einfach die Axt weg. So. Dann gucken wir nochmal weiter, was gab es hier alles? Eine Identifizierungsspruchrolle nehmen wir mit. Und hier Entzaubernschriftrolle. Ja, sehr gut. So, gab es noch was hier oben, genau. Identifizieren und verzaubern oder entzaubern? Ich weiß es nicht genau. Ah, doch, entzaubern und verzaubern. Ein Gegenstand ändert vorhandene Verzauberung. Okay. Ja, das war, glaube ich, das, womit wir, also das, was wir gerade durchgelesen haben, was ich mir eigentlich hätte merken sollen, womit man Flüche aufheben kann im Notfall. Ja gut, wir gehen weiter.
alte Katakomben. Kann es sein, dass sich das schon wieder geändert hat? Also an den Raum kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Zu guter Letzt, das Tutorial ist abgeschlossen. Jetzt bist du auf dich alleine gestellt. Überlebe und finde den Weg zur nächsten Ebene. Und denke daran, du bist nicht der... Ja gut, den Text, den kennen wir, den haben wir bisher immer gezeigt bekommen. Aber hier, das sieht aus wie so ein Folterverlies. Also, daran kann ich mich jetzt überhaupt nicht erinnern. Gut, muss ich auch nicht an alles erinnern. Ja, es würde mich auch nicht wundern, wenn jetzt hier ein bisschen was Neues dabei ist. So, ein Kurzschwert. Oh, also geldmäßig bringt das auf jeden Fall deutlich mehr als unser jetziges. Schadentechnisch, naja. Das Schmieden dieser Art von Schwertern ist so etwas wie eine Abschlussprüfung in der Schmiedekunst. Jo, nehmen wir. Das ist ein richtiges Schwert. So, das hier hat 24. Ja. Gut, wir haben zwei Waffen, die wir im Notfall auf jeden Fall wegwerfen können. Und 5 Slots, die wir dadurch frei bekommen. Deswegen, wir nehmen es einfach mal mit. Und ja, hier geht es nicht weiter. Also gehen wir durch die Tür. Oder was war denn hier? Ah ne, es sah gerade nur so aus, als ob es da weiterging. So. Regal ist leer. Was haben wir hier? Auch leer. Okay. Was ist das hier? Ah, Ratten. Hä, hatte ich nicht... Ey, wir hatten doch... Wie komme ich denn jetzt... Halt. Hier war das doch, glaube ich. Genau, Fertigkeiten. Wir hatten doch eigentlich ursprünglich ein paar Feuerzauber mehr gelernt. So, Flammenfüttern. Wenn ein Bolzen von Feuerspeere einen brennenden Gegner trifft, wird die Dauer des Brennens um eine Runde verlängert. Und das hier entzündet umgebende Felder, die 16 Feuerschaden an Gegnern verursacht. Lohe. Verursacht 13 Feuerschaden an jedem Ziel in seinem Wirkungsbereich. Okay, hier können... Ah, wir haben keine Fertigkeitspunkte, um das freizuschalten. Gut, dann machen wir hier mal 2 und... Ah, das ist außer Reichweite. Machen wir das jetzt so. Ah, die brennen. Okay, dann also ich habe gelernt, wir müssen hier taktisch vorgehen. Das ist ein relativ schweres Spiel. Wir müssen halt mal gucken. Ah, da ist noch einer. Oh, was war das jetzt? Verwirrung, wir sind verwirrt. Ja, okay, das sind wir eigentlich immer. Daher, psionische Resistenz, Stolpern, Chance zu einem zufälligen Feld zu gehen, wenn man sich bewegt. Benommen. Ah, kann Fertigkeiten nicht verwenden. Ah, shit. Okay. Der Typ ist clever. Jetzt kann ich mal ausprobieren. Kann ich jetzt hier auf die Schnelle mal auf... Hack gilt das als Bewegung. Ach, muss ich jetzt die Pfeile hier ausrüsten oder was? Oh, was ist ein Penner, der bewegt sich. Das sind... Ah, shit, okay, das habe ich nicht bedacht. Jede Aktion, auch wenn ich hier Items ausrüste, ist quasi ein Zug von mir und der Gegner kann auch einen Zug machen. Also der bewegt sich. So, gut, jetzt bleibt das nur noch der Nahkampf. Was war das? Ach, wieder benommen. Okay, sehr gut, der ist tot. Der auch. Okay, wir haben nicht allzu viel Schaden bekommen, beziehungsweise wir haben, glaube ich, auch wieder ein Leben dazu. Weil dieser ganze Text hier unten, der ist immer so ein bisschen viel. Aber da müssen wir uns dran gewöhnen, das müssen wir lesen. Okay, wir haben XP bekommen. Ah, wir haben irgendwas... Wir haben Stufe 3 erreicht, Erfahrungspunkte haben wir 2 dazu bekommen. So, ah, unsere anderen Punkte außer Stärke wurden auch wieder zurückgesetzt. Was hatten wir denn das letzte Mal? Ich glaube, Vitalität und Wahrnehmung. Beeinflusst maximale Gesundheit, Regeneration, maximale Energie...
Fernkampfschadengenauigkeit, kritische Chancen, Schleichen, Sicht und Bonusreichweite. Magische Kraft, Magieresistenz. Ja, das könnte eigentlich ganz gut sein. Kontern, Chance, kritische Schlösser knacken und entschärfen. Ja, ich gehe mal hier auf Vitalität noch. Und dann haben wir hier das auch noch bekommen. Das war eine Geomantie. Runenstein. Errichtet einen Runenstein im Zielfeld. Verursacht 6 Arkanen Schaden in allen benachbarten Gegnern mit einer Zurückstoß. Okay. Steinrüstung. Aktiviert den folgenden Effekt für 3 Runden. Psychische Resistenz, Naturresistenz, Magier. Das wäre alles was ich gebrauchen könnte. Aber ich könnte natürlich auch hier Schwerter-Skill ein bisschen. Verändert durch. Okay, führt einen Angriff aus, der 3 benachbarte Felder trifft. Er verursacht 22% Schaden mit 35% Blutenschance. Der Zustand von Schwertern verschlechtert sich 50% langsamer. Wenn die Haltbarkeit des ausgerüsteten Schwertes 75 oder mehr beträgt, wird plus 10 mehr Waffenschaden gewährt. Okay. Ja, das ist jetzt so eine Sache. Also wir... Der Skilltree ist extrem komplex. Wir können uns auf irgendwas Spezielles festlegen. Ja, und da das Spiel halt auch sehr taktisch gemacht ist, habe ich auch das Gefühl, wir sollten uns jetzt nicht auf zu viele verschiedene Sachen fokussieren. Also, Schwert ist klar, das würde ich gerne behalten. Großschwert wäre also eine Sache. Windenschwung. Ja, wir haben kein Großschwert. Schild wäre vielleicht auch noch ganz sinnvoll. Aktiviert den folgenden Effekt für 2 Runden. Blockenschance, Blockenstärke, Zurückstoß oder Resistenz. Okay. Ja, ich habe irgendwie Bock auf Geomantie zu gehen. Ja, wir nehmen einfach mal das hier. Runenstein. Beim letzten Durchgang, beziehungsweise beim Angezockt, haben wir ja als zweite magische Fähigkeit ein Feuerangriff gelernt, aber wenn wir schon die Chance haben, warum nicht ein bisschen umswitchen? Ah, was war das? Opferblut. Der Zaubernde füllt 3% maximale Energie für jedes fehlende Prozent der maximalen Gesundheit des betroffenen Ziels auf. Jedes Mal, wenn das von diesem Modifikator betroffene Ziel Schaden nimmt. Der Zaubernde gewinnt plus 10 magische Kraft. Ja, okay. Treffe ich den? Oder was? Außer Reichweite. Okay, dann machen wir Feuer. Immer noch außer Reichweite. Hä? Ja gut, dann greifen wir so an. Kann ich den hier treffen? Auch außer... Ah, sehr gut. Okay, unbekannter Dolch. Ah, da kommt noch so einer. Ups. Ah, den haben wir, glaube ich, weggeschleudert. Ach, wir haben unsere... Ah, verdammt, ich habe meine ganze Zauber verbraucht. So, jetzt sollten wir mal gucken, dass wir uns hier irgendwie aufheilen. Was war das hier? Heilsalbe, gell? Regeneration, Wundbehandlung, Verletzen. Was habe ich denn? Schmerz und leichte Handverletzung. Das heißt hier Schiene, oder? Ja genau, Schiene konnte ich benutzen, das wird geheilt. Schmerz, ja gut. Müssen wir halt jetzt mit leben. Ach halt, kann ich hier irgendwie meinen Wasserschlauch...
Ja gut, das brauchen wir auch nicht. Dietrich, ja gut, wir können unser Mana bzw. hier unsere Energie gerade nicht aufladen, so wie es aussieht. Oh, jetzt muss ich mich heilen. Okay, jetzt mit dem Heilen habe ich nicht so ganz kapiert. Jawohl, wir sind geheilt, wir haben auch ein bisschen von unserem Mana wieder. Was ist das? In Zaubernschriftrolle? Ah, da ist noch was. Bauernpflege. Hä, warum können wir den nicht benutzen? Sind wir voll? Ah, unbekannter Dolch. Klumpes Feldschirm. Ich glaube, das plumpe Pferdchen ist jetzt gerade besser für uns. So. Ja gut, das legen wir mal ab. Das brauchen wir auch nicht. Und hier. Ich wollte eigentlich den Bauern pflegen, genau. Ja gut, der sieht jetzt auch nicht so toll aus. Den können wir wegschmeißen. So, Verfluchte, ausgeglichene Kurzdolch. Ja. Der ist verflucht, aber ich glaube, den brauche ich jetzt nicht unbedingt zu entfluchen. So, wir müssen ein bisschen wieder aufräumen. Okay. So, jetzt haben wir wieder Platz im Inventar. Was das hier? Lederarmschienen. Ein paar Lagen dickes Leder schützen deine Unterarme, lassen aber die Handgelenke ungeschützt. Egal, da haben wir noch nichts, das nehmen wir mit. Ist das? Hä? Ach, hier. Okay, eine Zaubernschriftrolle. Gut, die kommt hier hin. So, jetzt haben wir jetzt zwei Wege, oder sind es vielleicht sogar drei? Ja, drei Wege. Ich gehe erstmal hier den ersten nach oben. Ah, das ist das gleiche. So, hier gibt es nur das verschlossen. Schloss knacken. Okay, unbekannter Streitgolben. Halt. Blutsaugende Stachelflegel. Was, wie das gemeine Volk zu sagen pflegt, ist ein Stachelflegel das letzte Argument eines Bauern. Energieentzug. Ah, das gibt Energie. Wow, der hat. Also von dem kriegen wir echt gut Geld. Rüstungsdurchdringung. Stiche. Ja, nice, den nehmen wir. Der sieht richtig gut aus. So, gab es hier sonst noch irgendwas? Ah, hier. Gut, das Ende können wir nicht kaputt machen. Das hier, Brechstange. Das garantiert das Knacken eines Schlosses oder Entschärfen einer mechanischen Falle. Jo. Das packen wir auch mit ein. Ah, das ist auch eine Sackgasse. Okay, sieht auch aus wie ein Folterkerker. Wir gucken mal hier, was es so gibt. Arkanistenkapuze knallt er fast nicht, wenn es zu Portalsprüngen kommt. Ja gut, Rüstung nehmen wir immer gerne.
Der Bogen. Plus 10, plus 3. Gut, der kann weg. Definitiv. Okay, wir haben jetzt gut Ausrüstung schon, was auch relativ teuer ist. Ah, das können wir auch sehr gut gebrauchen. Okay, noch eine Bresch. Ja, okay, jetzt muss ich mal kurz gucken. Kurzschwert, boah, die geben ziemlich gut Geld. Okay, der verfluchte Dolch nicht, den können wir wegtun. So. Das ist halt immer so eine Sache hier mit dem Item-Management. Ich lese nochmal, vielleicht studiert pyromantische Abhandlung 1. Jetzt wird das auch geschrieben. Okay, das bringt mir nichts. Also vielleicht haben wir es schon. Ich werf's mal weg. Keine Ahnung, ob das jetzt fatal ist, aber halt. Das kann auch weg. Gut, das wird mir jetzt wieder 250 Goldmünzen geben. Das behalte ich einfach mal. So, okay, jetzt sind wir hier fertig. Also haben wir im Prinzip stabilisiert. Okay. Wir haben im Prinzip jetzt hier alles abgeschlossen. Dann können wir jetzt hier weiter. Da ist eine kleine Ratte. Die burnen wir mal kurz weg. So, das war's auch schon. Sehr gut. Ist das hier? Talionband. Dieser Gürtel hat die bemerkenswerte Fähigkeit, sich in unmögliche Knoten zu verknoten. Okay. Ja, es hat halt ein bisschen mehr Haltbarkeit. Dann kann das hier weg. Den Baseldolch. Okay, der macht halt, der gibt halt gut Leben. Also Gold. Sollte jetzt nicht unser Hauptaugenmerk sein, aber oh. Jetzt müssen wir mal überlegen. Ledergürtel. Ausweichen. Ja, der sieht auf jeden Fall besser aus. Reparaturset stellt 30% Haltbarkeitspunkte eines ausgewählten Gegenstands wieder her. Wie sieht es denn hier mit der Haltbarkeit aus? Ja, immer noch ganz gut. So. Ja, das wird jetzt alles ein bisschen viel langsam. Waffen wechseln. Das gibt 500. Ja, was machen wir jetzt? Okay, ja, ich werf halt zusammenführen. Ne, können wir nicht. Ja, werfen wir halt eine mal weg. Und hier Heilsalbe ist ja eigentlich immer ziemlich wichtig. So. Brandy. Was haben wir? Achso, können wir nicht tragen. Knoblauch brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Was ist das hier? Leichte Dehydration. Wir haben Durst. Okay, unser Charakter hat Durst. So, gibt es hier irgendwas noch zu trinken? Wasserschlauch. Ja, dann nehmen wir den. So, jetzt hat er auch keinen Durst mehr. Und... ah, hier war doch noch ein Weg, genau. Hier ist eine... achso, okay, das ist die Tür. Schachtelhalm. Wir gucken nochmal hier. Oh. Was haben wir jetzt hier?
Heldentum. Du fühlst, wie die Wut der Rechtschaffenheit in dir aufsteigt. Verflucht sind wir auch. Runische Verstärkung. Ja, gut. Okay, cool. So, was haben wir hier? Noch eine Brechstange, mit der wir nichts anfangen können. Und noch ein kleiner Dolch, mit dem wir auch nichts anfangen können. So, was haben wir hier noch? Auch Knoblauch. Was ist das hier? Lumpen, stoppt ein Körperteil vom Bluten. Ja, okay, wir haben nur einen Platz, den nehmen wir einfach mal mit. So, Kriegssensor. Eine Waffe für unsere Zeit, eine einfache Sense, die an einem Holzgriff befestigt ist. Okay. Unbekannter Trank. Halt. Trank der Flüchtigkeit macht dich schwer zu fassen. Hm. Brauche ich den? Ja, okay, jetzt haben wir eh einen Platz frei, also nehmen wir ihn mit. So, haben wir. Wegschmeißen können wir immer irgendwas noch. So, wieder Gegner. Wir brauchen bei dem Feuer. Ah, der kommt da nicht durch. Sehr gut. Ah, jetzt sind wir verflucht. Okay, das ist jetzt ein bisschen blöd, ne? Na halt. Ah, wir sind wieder verletzt. So, hier Zustand, verwundet, stabilisiert. Ich lasse es jetzt einfach mal dabei. Ist das hier was, was ich anzünden könnte? Scheinbar nicht, oder? Ja, aber die haben doch bestimmt irgendwas noch zu heißen. Na ja, gut, wir hier sind ja soweit fertig. Okay, dann gehen wir jetzt hier zu der letzten Tür, die uns quasi aus diesem Ort hier rausbringt. So, stabilisiert Schmerz und Hunger. Okay, das hätte ich jetzt fast verpeilt. Zwiebel essen wir. Die essen wir auch. Haben wir gleich wieder ein bisschen mehr Platz. Ja, Schmerz. Okay, dagegen könnte ich jetzt, glaube ich, gar nichts machen, so wie ich das jetzt im Gefühl habe. Ich nehme mal den Knoblauch einfach mit. Schachtelhalm können wir auch mal mitnehmen. Ich glaube, das ist auch was zu essen. Ne, scheinbar doch nicht, egal. So, gut. Wir gehen an die nächste Tür. Und da wir jetzt schon einiges an Zeit verschwendet haben, Leute, würde ich sagen, das war's mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da, schreibt mir in den Kommentaren, ob ihr es gut findet, dass ich das Spiel jetzt weiterspielen will. Teilt das Video, schaut euch noch eins dieser zwei Videos hier an und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge Stoneshard wieder. Bis dahin, Leute. Macht's gut, tschüss und viel Spaß noch beim Zocken. Euer GameXBeast.